Hallo und heute beginnen wir unsere erste Runde mit euren Fragen und meinen Antworten. Die erste Frage ist von Fernando Di Matteo. Ist das etwa ein Fußballmanager, der mal Chelsea trainiert hat? Okay, keine Ahnung. Also die Frage ist am leichtesten. Was denkt Russland über Putin? Wird er verehrt? Also, ganz kurz, ja, er wird verehrt. Er ist mit Abstand der beliebteste und der berühmteste Politiker in Russland, und zwar seit Jahren. Und in meinem Bekanntenkreis gibt es ein paar Leute, die noch vor 5 Jahren deutlich gegen Putin waren, aber jetzt sind er ja neutral. Und das sind relativ aufgeklärte Leute, die nicht Fernsehen und nur im Internet recherchieren, die perfekt Englisch können. Die zweite Frage ist von Jürgen Roschkowski. Spürt ihr in Russland irgendeine Sanktion des Westens? Die fehlenden Einnahmen aus dem Öl-Gas-Geschäft. Wie wird das diskutiert? Also natürlich spürt man das alles. Die Produkte wurden teuer. Also alles, eigentlich fast alles wurde teuer, weil fast alles aus Europa importiert wird. Und das Lebensniveau so durchschnittlich stark gesunken ist. Und wie wird das diskutiert? Also viele Politiker und Wirtschaftler sprechen heutzutage über Importersatz. Man will jetzt endlich eigenes Unternehmen entwickeln mit Staatsunterstützung. Und seit langer Zeit war das einfach nicht nötig, weil Öl unglaublich teuer war. Das Leben wurde immer besser, die letzten 10, 15 Jahre. Und jetzt spricht man darüber, dass der schwache Rubel und der gesunkene Ölpreis uns sogar helfen kann, eigenes Unternehmen zu entwickeln. Und man versucht das positiv zu betrachten. Obwohl man spricht ständig im Fernsehen, auch im staatlichen Sendern, dass nächste 2, 3 Jahre sehr kompliziert sein werden. Und noch dazu, die Frage von Badra Podra. Was denken die Leute in Russland über die Sanktionen der EU? Also die meisten Leute sind natürlich traurig darüber. Und sie denken eigentlich, was im staatlichen Fernsehen gezeigt wird, dass die Sanktionen allen Ländern, also sowohl Russland als auch Europa, nur schaden und nur die USA profitiert davon. Die nächste Frage ist kritisch. Kein Problem, das habe ich auch gern. Und die Frage ist von Dudep. Warum leben die reichen Russen und ihre Familien in der EU und in Amerika und nicht in Russland? Und warum kommen so viele Flüchtlinge nach Europa? Also, zuerst über die Flüchtlinge. Meiner Meinung nach sind das gar nicht so viele zurzeit. Obwohl es in den 90er ganz viele waren, klar. Aber kann man nur vorstellen, wie das Land in den 90er aussah. Ich war ein kleines Kind, aber ich habe das noch im Kopf. Also das Land sah vielleicht genauso aus wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch Russland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war eine Katastrophe für das Land. Und das Lebensniveau war wie in Afrika vielleicht. Nur unter den reichen Russen. Es gibt wirklich sehr viele, die Immobilien in Europa haben und die leben mal dort, mal hier. Aber erstens ist es nicht nur mit russischen Reichen so. Also ich denke, viele reiche Deutsche wohnen in Spanien oder auch in Monaco oder in Amerika oder wo auch immer. Zweitens, das ist auch klar, dass in London oder in anderen europäischen Städten Infrastruktur und das Lebensniveau durchschnittlich besser ist. Und deshalb wollen die Reichen hin. Also aber das ist klar, weil man kann nicht so ein großes Land in 20 Jahren in ein Schlaraffenland verwandeln. Und drittens würde ich sagen, dass heutzutage doch viele reiche Russen in Russland wohnen. Oder zumindest sie haben Immobilien überall in der Welt und wohnen mal hier und mal irgendwo dort in Amerika, in Europa. Vierte Frage für heute wäre von P. Raut Tobini. Macht sich Russland bereit für einen Krieg? So wie es unsere NATO-Führer von uns verlangen. Wie sieht es allgemein mit dem Gemüt aus? Sind Russen im Westen des Landes nervöser, was die momentane Situation in der Ukraine und die Probleme mit Deutschland und anderen Nein-EU-Ländern angeht?
Also ich möchte mit einer bekannten Aussage von einem römischen Historiker beginnen. Cornelius Nepot heißt er. Wenn du den Frieden willst, musst du dich auf den Krieg vorbereiten. Und ich denke mal, dass eben sowas in Russland jetzt passiert. Unseres Militär ist wirklich sehr aktiv letzte Zeit, aber was mir eine Hoffnung gibt, das ist einfach nur Logik. Also Russland ist unglaublich groß. Wir haben alles, was wir zur Entwicklung brauchen, und wir brauchen auf jeden Fall keinen Krieg, um sich weiterzuentwickeln. Zweitens sind das Fernsehsendungen, die ab und zu in unserem Fernsehen laufen. Da sind die Dokus über den Zweiten und Ersten Weltkrieg. Und dort wird es ständig wiederholt. Wir müssen uns nie wieder in einen Krieg einziehen. Und die letzte Frage für heute von Real Things. Was denkt man in Russland über sein eigenes Land? Nicht politisch, sondern historisch. Als größtes Land der Erde mit einem riesigen Gebiet von West nach Ost, Nord-Süd. Sieht man sich als ein Land oder sind die einzelnen Volksgruppen nicht nur räumlich abgegrenzt? Zum Beispiel, ist es einem Moskau egal, was da drüben am Pazifik passiert, oder sieht man das als Teil eines Landes? Also ich würde sagen, dass letzte Zeit das Volk wirklich sich einig fühlt. Und das ist meiner Meinung nach dank der Olympiade. Es gab eine große Werbung überall im Lande und alle waren begeistert davon. Zweitens, der Krieg in der Ukraine. Das ist wirklich schlimm, was da passiert, und kann man nur bedauern. Aber Putin hat das auch genutzt, dass das Volk jetzt wirklich einig wird. Also das war's für heute, und mehr kann ich leider nicht beantworten, weil ich einfach sehr wenig Zeit habe. Aber so ungefähr 5 Fragen werde ich jeden Mittwoch beantworten, versprochen. Und ich würde gerne auch auf alle Fragen antworten. Also nicht nur über Politik oder Wirtschaft, könnt ihr ruhig fragen. Und wir sehen uns bald.